Also die zweite Variation ist eigentlich die einfachere. Du überkreuzt praktisch den Oberschenkel und schaust am besten an, wie es Fabian macht. Dann streckst du beide Beine aus. Die Übung sieht komplexer aus, ist aber eine Spur leichter als die andere. Deshalb wird diese Variation manchmal als Ekapada Kaundinyasana 1 genannt und die vorher gemachte als Ekapada Kaundinyasana 2. Vielleicht etwas zur Wortbedeutung von Kaundinyasana. Kaundinya war ein Rishi, ein Weiser. Er spielt zur Zeit der alten Schriften eine wichtige Rolle. Er gilt auch als Schüler von Siddhartha Gautama Buddha. Aber es wird angenommen, dass Kaundinyasana sich auf den großen Yogameister Kaundinya bezieht. Aber wenn du Buddhist bist und Hatha-Yoga übst, dann kannst du dir auch vielleicht sagen, vielleicht eine Stellung, die der Schüler von Buddha besonders gern geübt hat. Tatsächlich spricht einiges dafür, dass zur Zeit von Buddha schon verschiedensten Hatha-Yoga-Übungen geübt wurden und dass die Menschen im Rahmen des sogenannten Tapas, der Askese-Übungen, auch fortgeschrittene Flexibilitäts-Asanas geübt haben. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, klick doch schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir und teile das Video mit anderen. Und wenn du es selbst hinkriegst, dann schreib es doch in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie viel diese Ekapada Kaundinyasana-Übungen auch tatsächlich dann mitmachen.